Zombie-Horde. Zombie-Horde, Zombie-Schwein, macht was immer ein Zombie-Schwein macht. Dum 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 Zombie! Ah, King of the Universe! Dum 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 dum. Können wir noch einen Song mit Zombies? Egal, damit begrüße ich die Leute zum neuen Folge von 7 Days to Die. Flaggy singt einfach weiter, ist nicht schlimm. Hallo ihr beiden. Ja, hi. Forever. Sag mal, ich war mir sicher, wir hatten mal irgendwo ein paar Hämmer. Hämmer. I got a sledgehammer. A zombie in the morning. A zombie in the evening. A zombie all the day. Gib mir jetzt mal Hämmer ein. Klar, Hämmer, könnte ich mir mal machen, ne? Was ist mit Hämmer? Mann, Wo, aus welcher Richtung hört dich die Witch-Bitch? Danny, du lebst ja noch. Ja, sicher lebe ich noch. Du bist ja eine freundliche... Sie hat die ganze Zeit nur rumgeheult da unten. Hallo? Oh Gott. Komm also, mir vor wie Lorelei. Was wir definitiv noch machen sollten, wir sollten noch weiter hinten ausleuchten. Wieso habe ich eigentlich diese Kack-Friendships bei? Die brauche ich eigentlich nicht, ne? Irgendwie nicht. So, mitten in der Nacht, heute ist Hordentag. Heute ist Hordentag. Also, ja. Heute Abend, habt ihr gesagt, ja? Ja. Ich bin so gespannt. Immer noch. Ja. Das hat sich noch nicht geändert in diesen über 300 Folgen 7 Days to Die. Ich wiederhole das doch nur für unsere begriffsstutzigen Zuschauer. Begriff? Sag mal, beleidigst du? Ey, Alter, beleidigst du jetzt mal Community oder was? Nein, nur die begriffsstutzigen beleidige ich. Er hat das jetzt nicht ernsthaft gerade gesagt. Ich beleidige die begriffsstutzigen Zuschauer, natürlich. Die anderen kann ich ja nicht beleidigen. Oh, Fleck, ey. Der Hammer. Hallo, guten Tag, schön, dass du reingeschalten hast. Vielleicht bist du sogar neu hier auf unserem Kanal. Es geht immer so ab. Prinzipiell ist der eigentlich nicht so. Aber, ach so, was, du bist schon weg? Na, das ist aber jetzt schade. Ups. Was ist das hier eigentlich? Oh, Fleck, ey. Was ist das für ein Grill hier oben? Was für ein Grill, Alter! Na hier, über dem Feuer, was ist das? Damit du dich nicht mehr verbrennst! Mann! Ist das ein Wäschespinne? Ich fress gleich... Ja! Trocknen wir unsere Wäsche jetzt über dem Feuer, oder was? Ich fress echt nochmal einen Besen bei Fleck, ne? Haben wir nicht noch so ein... Ah, da. Ah, Jenny, was hast du denn noch so in den Kisten rumliegen? Torches. Ich hab noch ein bisschen Zement, mir gehen die Steine aus. Wir müssten mal Steine. Wollen wir noch ein bisschen Steine kloppen? Könnten wir machen, dann komme ich rein. Steine mehr. Ich brauch noch einen Zaun. Und ich habe jetzt immer noch eine Waffe über. Also wer jetzt für die Horde noch eine braucht. Oh, dir sage doch Bescheid. Right. White Picket Fence. Oh, was wir alles bauen können. Das ist doch hier doch mein. Mein Steinmädchen, ne? Ja, hier. Barret Wire Fans. Ich höre doch hier hinten irgendwo. Da ist er. Hallo. Da, Tür zu. Ab, tot. Also, ich brauche immer noch zwei Schläge hier, ne? Wofür? Für einmal abbauen hier sozusagen. Immer zwei Schläge. Ich drei. Was ist das hier? Aber du hast schon eine blaue Pickaxe. Ja, aber die ist schon fast hinüber. Achso, ja. Wenn die runtergeht, dann verliert der auch einen. Ja, meine ist fast durch. Also. Substanz. Könnte eine neue vertragen. Echt? Willst du eine neue haben? Wenn du machen magst, wäre cool. Oder sollst du dir reparieren? Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, 495. 495? What? Das ist besser als meine. Das habe ich dir mal gecraftet? Mhm. Komm, ich mache einfach mal eine neue. Dann können wir mal gucken. Dann werde ich aber deine wahrscheinlich reparieren eher.
Kannst ja auch noch zusätzlich machen. Also. Nein, aber was? Hm? Mann, ist kurz jetzt. Flaggy, wir haben draußen wieder eine Witch Bitch. Ah, wir haben vor allem Blutung. Ah. Gleich oben. Oben links, Leute. Oben links, pass auf. Warte. Nein. Wait for it, es wird legen, pass auf. Nein. Es ist zu spät, alles gut hier. Dass man den Sprung überhaupt noch bringen kann. Ne? Was, legendär? Ja. Von Barney Gröllheimer? Barney, genau. Und wisst ihr, was mir auch irgendwie fehlt? So ein Best-of von uns. Der liebe Jan macht ja nichts. Macht doch der das? Jan? Immer schön. Ja, aber da irgendwie... Jan, wo bist du? Was machst du? Wo bleibst du? Und warum kriegen wir hier nichts mehr zu futtern? Der macht das völlig unentgeltlich und der arme Mann. Weiß ich doch. Das wissen wir, aber trotzdem, irgendwie fehlt da was. Gab schon so wieder so schöne Szenen. Ja, was du mal so... Vielleicht fanden die Leute das gar nicht schön. Vielleicht fanden die nur wir lustig. Ja, eben. Ist ja voll langweilig. Ich finde, ich muss sagen, ich finde bei manchen Serien, da kommen immer so die Outtakes hin dran. Manchmal finde ich gar nicht lustig. Ja, die Leute pissen sich immer ohne Ende, aber du selber denkst, ja, komisch. Ich habe das geliebt bei den alten Jackie Chan Filmen. Da gab es immer die Outtakes. Soll ich dir mal meine geben, meine... Ja, kannst du geben. Hingelegt. Und da gab es immer die Outtakes. Genial, das war besser als der ganze Film. Outtakes gucken. Ja, aber manchmal sind sie halt nicht gut. Aber das ist doch in einigen Filmen so. Seht meinen Burgfried. Na Jenny, dann nimm mal die hier. Nimm mal die auf. Hat sich jetzt nicht gelohnt mit Reparatur. Ihr müsst meinen Burgfried gucken. Mann, wir haben hier unten, wir kloppen Steine. Helf uns mal lieber. Ich mach mal den Burgfried weiter. Die blöde Mauer, ich will die jetzt... Oh bitte, lasst uns die... Ich will die ja jetzt nicht ewig hier angehen. Die Leute, die... Den hängt es, glaube ich, auch schon zum Halse raus, diese blöde Mauer. Seht flip aus. Also ich bin dafür, dass wir in der nächsten Folge wieder unterirdisch wohnen, selbst gebaut. In der nächsten Staffel, meinst du? Ja. Entschuldigung. Ich bin ja mal dafür... Ich kann ja jetzt mal meine Idee raushauen. Ja? Meine Idee war Tatsache, dass wir... Ich meine, wir spielen natürlich zusammen, aber das haben wir ja immer getan. Es wäre doch irgendwie lustig, wenn wir jeder ein eigenes Häuschen hätten. In unserem Areal, also schon zusammen, ne? Aber jeder so sein eigenes Häuschen, dachte ich doch. War eine Idee, ich werfe das mal so in den Raum. Hallo, ich bin die Idee, fangt mich auf. Klingt auch nicht schlecht. Ich hatte jetzt zum Beispiel die Idee, dass wir da wie ein Video von gesehen, einen Schacht haben. Und da sind... Ich müsste eigentlich das Video mal euch zeigen. Beziehungsweise den Link schicken. Das ist so lustig, weil die haben dann Querstreben unten reingemacht. Spikes drauf. Diese Woodlocks. Und man konnte die Zombies dann von unten beschießen, aber auch von unten looten. Und dann haben sie halt im Berg gewohnt, also im Boden. Das klingt ja total effektiv. Ja. Vor allem, du hast alles unterirdisch und so, ne? Ich schicke euch mal den Link. Ja, musst du mal machen. Wie heißen denn diese, ich hab den Namen vergessen, diese einfachen, kleinen, dünnen Säulen? Pillar. Pillar. Post? Pole oder Post. Wenn ihr mal da draußen ein paar Ideen habt oder so, wie wir eine neue Staffel aufziehen können, was es da noch alles so für Ideen gibt oder was ihr euch wünscht, mal wieder draußen oder eben drinnen im Bergwerk, schreibt uns mal. Dann haben wir so einen Querschnitt und können uns auch so ein bisschen nach euch richten. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Ja. Also schreibt es einfach mal rein. Ihr könnt ja von mir aus, wenn ihr keinen Bock auf Schreiben habt, dann schreibt einfach nur Berg. Dann weiß ich auch Bescheid. Oder schickt uns eine Audioaufnahme. Hallo. Ich glaube, wie Snapchat habe ich gar nicht, aber so ist. Man das so? Was denn? Durch die ganzen medialen Sachen gibt es nur via Snapchat. Bär. Nein! Oh, au, verdammt. Du, Jenny, komm, reich. Raus jetzt hier. Los, weg. Den 3. Ja, der macht noch ein bisschen. Blöde. Also ich habe jetzt 2000 und ein paar zerquetschte. Ja, ich auch. Das dauert immer so ewig, bis man da mal was Vernünftiges also hat. Mittlerweile verlaufe ich mich auch echt hier in unserem Tunnelsystem, darf ich das mal sagen? Wir haben ein Tunnelsystem? Ja. Ja. Haben wir.
Moment, wieso? Ach, der Ofen ist aus. Oh, der Ofen ist aus. Ja, jetzt aber. Der Ofen ist auch aus. Scheiße. Wann haben wir die jetzt mal voll hier? Ich brauche eine wudene. Gibt es eine wudene? Ach, ihr wisst das ja eh nicht. Was? Natürlich, wir wissen alles, was wir sind. Ihr wisst das ja eh nicht. So, wartet mal. Nee, Jenny, die Steine brauche ich eher zum Craften jetzt. Achso, dann nicht alles rein. Ich habe ja noch was in der Tasche. Also. Ja, Pause raus. Ich brauche nämlich für Concrete, für den Mix brauchen wir nämlich auch Steine, deswegen ist es halt. Das ist halt so. Da müssen meine jetzt nochmal durch, dann gehe ich nochmal ein bisschen kloppen. Ja, wenn du willst, gerne. Von vorhin kann ich die Rede sein, Jolle. So, Fleck, und was willst du jetzt? Nisch, wir brauchen auch Sand. Wir haben nicht mehr so viel Sand, Jenny. Ich hab alle. Ich hab noch 63 im Inventar und was wir machen könnten, wir könnten die Straße vorne noch ausheben. Da haben wir Stein und Sand gleich. Bei Gravel. Guckt mal, das müsst ihr euch angucken. Die arme Straße. Sieht total toll aus. Ach, Mann, Fleck. Das sieht total toll aus. Ich hab das so YouTube gemacht. Guckt was? Mal, ihr kleiner aus. Guck, ist das süß. Ich krieg die Krise. Ja, guck mal hier. Oh, komm ich hier nicht rein. So, verdammt nochmal. Au! Mann! Jetzt hab ich keine Bandagen. Ich sterbe. Komm her, ich hab. Ich sterbe. Man kommt ja hier gar nicht lang. Ja, ich weiß auch nicht warum. Komm her, schmeiß es runter. Hilfe! Hier! Da! Ist eine Bagage, nimm sie dir doch! Gott, das ist unfassbar, hier ist. Wo ist er hin? Das? Oh Mann! Ey, da steht mal 30 Minuten. Guckt mal, ich hab mein Haus gebaut. Ja, schön, bloß man kann dein Haus nicht betreten. Warum? Das kann man sehr wohl, du musst ja nur den Kopf einziehen. Es geht nicht. Ich war doch gerade drinnen, hör doch auf zu erzählen. Mann, das kann man nicht betreten. Warum kann man das nicht betreten? Ja. Was ist denn für Scheiß hier? Frag dich mal. Wenn die beiden sich wieder streiten, schaufel ich die Straße weg. Schlucken, das ist der Trick, sie schlucken. So, war doch jetzt alles in Ordnung, Jenny. Jetzt hör auf die Straße damit zu nehmen, Jenny. Wie sieht denn das aus, Mann? Mann, Jenny. Was kannst du denn? Ein Terraforming. Man muss sich stucken, dann passt man auch rein. So. Jenny, was ist kaputt? In der Tat. Du füllst doch wieder mit Erde auf. Jenny. Hier, Jenny, guck bei der Arbeit. Mal. Ich hab dein Kackehäuschen schon gesehen. Das ist kein Kackehäuschen, das ist schön. Guck mal, wie schön das aussieht. Was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt da hinstelle und den Stützbalken da unten wegschlage, Fleck? Dann genau, schlag das ich ist ja dich so weg. So ein kleiner Pol, ne? Das ist nur so ein. Da hast du ja richtig mitgedacht bei der Security, ne? Fleck. What? Wo habe ich denn die Fackeln hingepackt? Ich habe aus irgendeinem Grund keine Fackeln mehr. Ich habe so viele hier gebaut. Ja. Also dieses kleine Häuschen, das werden wir heute noch sehen, ne? Und dann ist vorbei. Welches Häuschen? Na dein kleines Kackehäuschen. Das ist wie? Das ist erstens gehen. Das ist ein schönes Haus. Ja, Fleck. Aber das hat doch gar nicht Bestand. Das ist doch das, was Jenny sagen will. Einmal so ein Rot-Pole-Ding ist da weggeschlagen und du wirst sehen, das wird das Einzige, was da noch steht. Entschuldigung. Wird das Einzige sein? Was hier nachher noch steht. Stimmt. Flaggy. Ich dachte, ich kann den Boden mit der Schuhe. Alter Schwede, hab ich mich verjagt, ey. Muss ich hier wegschaufeln? Na, Fleck! Das ist die Erde, Mann. Du sollst, wenn, dann das hier wegmachen. Was denn? Ach, das soll ich wegmachen. Ah, mach ich das weg. Warum kann ich eigentlich. Wir brauchen Sand und Stein, deswegen. Vielleicht soll ich dafür Platz im Inventar haben, wa? Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst. Jolle, guck mal, Fleggy hat eine Kackerspur hinterlassen. Hab ich? Das ist doch nichts Neues. Ja, guck dir das doch mal an. Jolle, guck dir das hier doch mal an. Ja,
jetzt sammle ich wieder alles ein. Ja, ja. Wie gesagt, erzähl mir was Neues, Jenny. Das war geil. Inkontinenz, ja. Bis wohin graben war das weg? Ja. Nicht mehr so viel. Jenny muss das ja auch noch auffüllen. Guck mal. Also ich habe noch über 300 Blöcke Erde im Inventar, also. Achso, na dann können wir noch ein bisschen. Ich schreie, wenn die letzten 100 angebrochen sind. Was machst du denn da? Ich schaufle, siehst du doch. Ach, du hast schon wieder die Arbeitsgeräte nicht in der Hand. Hab ich wohl. Nee. Und du lässt schon wieder Sachen fallen. Ist richtig. Ich schmeiß einfach mal ein paar Sachen, die ich nicht mehr brauche, hier hin. So. Ich möchte nicht dein Blut haben. Das halt gar nicht dabei. Sehr gut. Wir müssen uns jetzt eh gleich, ich meine, jetzt ist noch 9, 10, also 10 Uhr gleich. Wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten. Was machst du denn da jetzt, Fleck? Ich renne hin und her. Ja, warum? Was ich ist denn heute? Hast du Hummel im Arsch oder ich was? Ich hab Kaffee getrunken. Ah. Ich hab Kaffee. Oh, ich hab noch gar keinen Kaffee getrunken. Hui. Hui. Du bist wie meine Katze. Was denn? Er hat auch immer Hummel im Hintern. Ja, aber erst, wenn sie. Erst nur, wenn sie Fleisch gegessen hat. Nee, die hat auch so Hummel im Hintern. So, ich muss mal kurz auslagern hier. Es geht ja auf keine Kuhhaut. Habe ich hier noch 9 Stück von deinen komischen Wuttenpol-Dingern? Also ich hätte jetzt noch 250 Erde. Ja, wir müssen für eine große Sandtour müssen wir eh in die Wüste. Komm, es wird schon reichen für heute. Also ich habe 607 Sand im Inventar jetzt auf jeden Fall. Ja, ich habe 500 noch was. Das reicht. Und das ist jetzt auch wieder Concrete, ist schon fertig. Ich muss mir jetzt erstmal was reinzimmern. Concrete. Oh. Jenny. Ja. Jenny, dein Sand brauche ich noch. Ja, mal. Hier, ich bin noch hier unten. Sand und das an Stein und das an Stein. Ja, das reicht ja schon, das ist ja genug. Ich hab so ein bisschen was gemacht. Concrete, das so, das brauche ich jetzt ein bisschen. Was? Oh. 15 Minuten wird es noch dauern. Also eine ganze Folge lang wird das da durchcraften. Dann können wir uns jetzt quasi vorbereiten auf die Horde. Wer hilft mir mal mit, die Seiten ein wenig auszuleuchten für die Nacht? Zombie. Oder mache ich das allein? Wie willst du die denn ausleuchten? Nur mit ein paar Fackeln aufstellen, das war ein bisschen... Das können wir machen. Oder können wir noch einen Scheinwerfer bauen? Ich glaube nicht. Obwohl, warte mal, wie heißt der denn nochmal? Im Auto. Hier im Bike hinten ist, sind die Batterien. Wie heißen die nochmal? Dingens, irgendwas mit M. Warte, Kofferraum. Ich höre doch hier irgendwo Zombies. Ja, ihr hattet das jetzt auch schon rausgenommen, ne? Ja, ich hatte ein Stück weit rausgenommen. Wir müssten die vielleicht auch mal irgendwo anders hin verfrachten. Wo ist das dritte? Da hinten. Nee, das hat noch. Hier, das hat noch die ganzen Batterien drin. 4 Stück. Das ist gut. Wir haben noch eine Batterie. Haben wir noch Iron? Ja. Ich mach. Shit, wir brauchen Headlights. Haben wir ganz viele. Weißt du, dass wir ganz viele Headlights haben? Ich habe. Gefunden. Jolle? Oh, hast du Headlights? Hab. Gib mir mal die Batterien, die du jetzt hast. Das da und das da. Wir haben noch 2, die sind etwas besser. Das ist die Frage, brauchen wir die nochmal irgendwann oder soll ich dir die gleich mal... Ey, pass auf, ich pack sie rein. Also ich habe jetzt 3 Spotlights, die ich gerade baue. Naja, dann kannst du ja schon machen. Dann können wir die ja oben aufs Dach stellen, oder? Hatten wir ja so angedacht. Und da muss mal einer von draußen dann mal schauen. Haben wir irgendwo Frames, mit denen ich mich kurz hochbauen kann? Garantiert irgendwo. Irgendeine Kiste. Garantiert habe ich Frames drin. Ich bin so ein Konstrukteur vor dem Herrn. Darf sie ja keinem erzählen. Ich bin
bin so gespannt, wenn die Horde kommt. Nach vorne haben wir einen Rauschschein, ne? Ja, und zwar nach vorne links. Man müsste glatt noch einen nach vorne rechts. An dieselbe Stelle. Ja, dann bauen wir nochmal einen. Und ich baue, setze. Kann die verstärken? Tatsache. Sehr gut. Klappt das? So. Hast du einen Scheinwerfer? Ja, ich baue gleich dafür noch einen. Ich wollte jetzt erstmal hinten platzieren, die Sachen. Da komme ich nicht mit 8 hoch. Wir hätten vorne noch einen wunderbaren Platz, wo wir einen nach links leuchtend aufstellen könnten. Das würde super aussehen. Flugzeug. Und, oh, ich gehe ihn holen. Au. Super. Bein gebrochen. Macht nichts, komm hin. Mit dem Moped. Komm. Wo ist er? Ich sehe, da ist er. Vorsicht, nicht ins Minenfeld, Herr Fleck. Jetzt baue ich hier von vorne links noch einen. Ah, das Moped brennt. Was mache ich jetzt? Das Moped brennt. Ich. Kann man es löschen? Ich fress gleich meinen Popschutz. Warum machst du so weit? Schmeckt der? Weil du mich schon wieder fertig machst, Fleck. Ich bin übers... Oh Gott. Da ist er. Nicht wieder brennen. Dabei habe ich was ganz Effektives getan. Ich habe hier ein Crate geholt. Da ist zum Beispiel lauter Zeug drin, was man nicht braucht. So, jetzt haben wir auf alle Seiten einen Spotlight gerichtet. Wer kommt denn da jetzt angefahren? Jorle ist so leise. Etwas vor, die will mich wieder umbringen. Oh, ich hab... Irgendwie war TS gemutet. Was hast du derweil erzählt? Naja, ich bin dir hinterher, weil du gebrannt hast und so und dass du das volle Minibike genommen hast. Das hat noch Sachen drin. Ja, deswegen bin ich dir hinterher. Und irgendwie war der TS gemutet. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hab gar nicht gedrückt. Kann mir mal einer erklären, warum hier Fässer stehen? Vorsicht, da sind Minen, wenn da Fässer stehen. Mann. Ja, na, das ist das Minenfeld, Jenny. Da würde ich... Und pass auf, wenn du mit dem Mob mit... Wenn der komm, nicht komm, steig. Flaggy, das ist jetzt nicht dein Ernst. Da sind nicht überall Minen. Ich wollte da Lichter hinpacken. Da sind die Minen, das Jenny. Hab ich doch extra hier aufgestellt, wo wir den Berg abgetragen haben. Da hat er den ganzen Mist dahin platziert. Warum willst denn du da Lichter hinmachen? Funktioniert sowieso nicht. Ja, damit man was sieht in der Nacht. Wir sehen genug, wenn die Zombies und die Minen auslösen. Oh oh. Was war das? Das hat man Schrot. Echt, klingt komisch. Na, die ist gut. Mach den ganzen Zweig kaputt. Oh, was kommt denn da? Ah. So, die sind alle repariert. Oh, da ist noch eine. Ja, es ist beim Zitter. Klingt aber komisch, der Schrot. Da kommt noch ein Hund. Achtung, Jenny, da aus dem Wald ist ein Hund. Das komische Geräusch, das macht mir Angst. Da ist doch eine Kreischerin. Ah, der ist tot. Trifft zumindest nicht. Und ist tot? Die Kreischerin, glaube ich, auch. Oh, Zombie-Horde. Können echt mal den Bären da mitnehmen.
Lass die in die Spikes laufen. Das ist jetzt nur Muni-Verschwendung. Ich versuche mal eher den Bären zu kriegen. Wir hatten hier schon immer so viel Gras. Hier ist doch... Ach, weil Jenny, wenn du hier... weil Jenny die ganze Erde hingestellt hat, ist unsere Straße jetzt begrünt. Ah, das ist ja ein Zombie-Bär. Was ist das? Ein Zombie-Bär. Oh, ein Zombie. Okay. Jetzt bin ich ja tot. Ah, ich hab vielleicht geblutet oder so. Ich glaub, ich hab gar keine Todesmeldung gekriegt. Mann, oh. Ist doch gar nicht tot, oder? Doch, ich bin gerade gestorben. Wahrscheinlich. Ich verblute? Jetzt. Ich bin schon wieder tot. Was? Ich bin da. Ich bin gerade auferstanden und bin sofort wieder umgefallen, tot. Was? Auferstanden aus Urinen. Was? Wie? Das ist tatsächlich ein Zombie wieder. Ja, das ist dieses Schwan. Sterbe ich jetzt gleich wieder? Weiß ich nicht, das sind darin. Mann, wir müssen mal Punkte in unsere Wellness investieren. Hallo, Flugzeug. Oh, Alter. Ist er noch da unten drin, Jenny? Mhm. Hallo? Ich schieße ihn mal in den Töter. In den Töter. Oh, was kommt denn da? Ich habe ein Problem. Ja? Das wäre? Mein Rucksack ist so halb weg gewesen. Ich konnte gerade nicht auf die Sachen zugreifen. Das war sehr... Oh, der Mensch, das ist cool. Ich sehe nur noch ein Bein. Ist der Zombie-Bär jetzt da noch drin, oder was? Der ist in der Grube. Er ist in der Grube. Sag mal, der ist aber ein bisschen stabil, der Grube. Was war das denn der? Naja, die haben schon immer viel gefressen. Jetzt. Ich nehme ihn mal auseinander. Da liegt er. Gucken, was er so bringt. Sagt mal, was hört sich denn hier so an, was so brutzelt? Was? Ist es das Mini-Bike? Ekelfleisch. Was brutzelt es denn? Ich höre nichts. Die Spikes sind hier noch gar nicht fertig gewesen. Die haben sie schon wieder kaputt gemacht, oder? Aber die waren doch... Nee, guck mal, die waren doch alle aus Metall. Nee, dann sind die noch nicht fertig. Verdammt nochmal. Ja, wenn ich kann, ich werde dich die nochmal auf hier. Brauchst du noch Metall? Eventuell. Ich hatte mich jetzt nicht darauf, ja, nicht vorbereitet. Ja, das war's. Kommst du ran hier oben? Dann hole ich dir noch was von drin. Oh. Ja, habe ich. Vibrator. Was? Vibrator? Was? Nicht. Ihr versaut. Nein. So, was soll ich hier? Ich habe lauter Waffenteile mitgebracht. Und der hatte jetzt nichts Tolles. Nee, der hatte tatsächlich nur Ekelfleisch. Das ist richtig. Das lohnt sich überhaupt gar nicht, den mitzunehmen. Oh, die Knochen. Macht nix. Wir haben zu viel Geile. Du bist da, bist du. Ah, kommst du ran? Ja, warte, das hat gerade schon mal funktioniert. Dann ist er so runter. Warte, siehst du jetzt den Juckeln? Brauchst du noch mehr? Sind jetzt 600 und. Ich denke mal, das wird jetzt hier hoffentlich reichen. Du nutzt ja die Reihe hier und dann ist gut. Das hätten wir mal, was ist das? Ein Tiger. Oh Gott, wir müssen schon lange raus übrigens. Oh. Raus, raus, raus. Tschüss. Tschüss. Mit Öl. Tschüss. Da haben wir aber wieder lange.